Dankeschön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marina Beierl vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Karlsruhe, und ich bin Fachberaterin für soziale Dienste. Wie Sie schon sehen, lautet unser Thema nicht nur Medizin, sondern auch Technik rettet Leben. Mein Schwerpunkt ist der Hausnotruf. Im Moment sind leider noch nicht so viele da, aber ich denke, wir machen mal trotzdem weiter. Vielleicht kommt der ein oder andere noch dazu. Dies hier, was Sie sehen, ist unser Hausnotrufgerät. Einmal in der Form Festanschluss. Da wird zu Hause in Ihr eigentliches Telefonnetz eingesteckt. Das andere ist ein autarkes Gerät und man kann es völlig ohne Festanschluss wie ein Handy letztendlich mit einer SIM-Karte versehen, auch ohne jeglichen Festanschluss anschließen. Wollen wir uns mal die Tasten des Notrufgeräts anschauen. Hauptsächlich natürlich unten im Bild die Notruftaste, rot, dann unsere Tagesmeldetaste, die ist grün, und die Urlaubstaste in blau. Den Notruf kann man natürlich auch über unseren Funksender, den Sie oben rechts sehen, abrufen. Ansonsten wäre eben noch diese Tagesmeldetaste, da besteht die Möglichkeit, einmal am Tag innerhalb einer Stunde sich bei uns zu melden. Wenn das nicht passiert, wird automatisch ein Notruf ausgelöst. Sollte man zu dieser Zeit einmal außer Haus sein, können Sie während, wenn Sie zum Beispiel zum Arzt gehen und sind genau um die Zeit, beispielsweise 9 Uhr, nicht zu Hause, können Sie die Urlaubstaste drücken und damit diese Zeit überbrücken. Das heißt, der Notruf wird dann nicht automatisch ausgelöst. Sie kommen nach Hause und drücken die Urlaubstaste erneut, dass Sie wieder anwesend sind. Hausnotruf Tag und Nacht, das heißt 24 Stunden rund um die Uhr. Sobald der Hausnotruf ausgelöst wird, kommen Sie bei unserer Hausnotrufzentrale mit Ihrem Notruf an. Sie sehen hier unten einen Mitarbeiter, der sieht genau, wo Sie wohnen, wer Sie sind, welche Erkrankungen Sie zum Beispiel haben. Das heißt, zunächst wird erst einmal ein Sprechkontakt hergestellt mit dem Roten Kreuz Notrufzentrale. Wenn Sie nicht in der Lage sind zu sprechen, ist das aber kein Problem. Es ist eine Option, es hilft natürlich, wenn uns jemand Antwort geben kann. Aber keine Bedingung, in jedem Fall wird die Notfallmaßnahme eingeleitet. Wir verständigen per Telefon die von Ihnen ausgewählten Angehörigen, Nachbarschaftshilfe zum Beispiel, oder von uns kommt ein Mitarbeiter selbst vor Ort. Sobald ein Notruf ausgelöst ist, können Sie in jedem Fall immer sicher sein. Hilfe ist unterwegs. Wenn der Mitarbeiter bei Ihnen zu Hause ist und ein Hausnotrufgerät anschließt, wird in aller Ruhe durchgesprochen, welche Daten aufgenommen werden. Im Regelfall sind es Medikamente, selbstverständlich Ihre Grunderkrankungen, die Telefonnummern und die Personen, die von uns aus angerufen werden sollen. Hier sehen Sie mal ein solches Datenblatt, wo diese Daten eingespeist werden in unserem PC-System. Und hier sehen Sie noch einmal unsere Notrufzentrale, etwas größer, wo unsere Mitarbeiter, wie gesagt, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für Sie da sind. Mit unserem Partner, die Sternberger Notrufzentrale, sind wir jederzeit in der Lage, auch bei hohem Aufkommen von Notrufen durch Umlagerung die Menschen so zu versorgen, dass niemand in der Warteschleife hängt, sondern umgehend versorgt wird und der Notruf entgegengenommen wird. So, hier sehen wir nochmal im Detail, was passiert. Also, der Notruf wird von Ihnen gedrückt, ob die rote Taste oder mit dem Funkfinger. Der Notruf geht in die Notrufzentrale, wo ein Mitarbeiter Sie persönlich auch mit Namen anspricht und fragt, wie er Ihnen helfen kann. Wenn Sie Antwort geben, wie gesagt, ist das schön, sollte es nicht so sein, wird jedenfalls Hilfe für Sie
unterwegs sein. Entweder werden Ihre Nachbarn oder Ihre Angehörigen informiert, das ist die eine Möglichkeit. Die andere wäre, ein DRK-Helfer kommt direkt zu Ihnen persönlich. Da kommt dann ins Spiel, ob wir eine Schlüsselhinterlegung haben oder nicht. Die Schlüsselhinterlegung ist auf jeden Fall eine Sache, wo man immer sicher sein kann, wir sind jederzeit in der Lage, zu Ihnen in die Wohnung zu kommen. Der Notruf bietet aber noch mehr Möglichkeiten. Es gibt zahlreiche Geräte, die man auf diesen Notruf aufschalten kann bzw. anschließen. Ganz thematisch im Moment natürlich der Rauchmelder, weil bis nächstes Jahr, Ende 2014, soll in Baden-Württemberg jeder Haushalt mit diesen Rauchmeldern ausgestattet sein. Und im Fall eines Hautnotrufes haben Sie die Möglichkeit natürlich, dass auch da ein Aktivalarm ausgelöst wird, sobald Rauchbildung bei Ihnen in der Wohnung ist. Das heißt, Sie müssen nicht selbst auslösen, der Rauchmelder tut dies über unseren Hausnotruf. Es gibt noch Falldecoder, wie gesagt, eine Vielzahl. Da können Sie sich auch gerne persönlich im Gespräch beraten lassen, was für Sie Möglichkeiten wären, um da das ein oder andere Gerät zusätzlich noch zu nehmen. Kommen wir einmal zu den Kosten. Unser sogenanntes Basispaket kostet 18,36 Euro im Monat. Darin beinhaltet ist die 24-Stunden-Entgegennahme der Notrufe. Wir werden Nachbarn, Bekannte, Familie, welche Nummern auch immer Sie uns geben. Wie gesagt, wir bestimmen das vor Ort, welche Reihenfolge und was für Sie die ideale Lösung ist. Einleitung geeigneter Maßnahmen ist auch selbstverständlich. Sollten wir aber trotzdem einmal nicht bei Ihrer Familie oder Ihren Angehörigen zum Anschluss kommen, die wären eventuell verreist, nicht da, im Urlaub, wo auch immer, werden Sie nicht alleine gelassen. In diesem Fall würden wir eine Notfallrettung machen, indem wir eben einen Schlüsseldienst, die Feuerwehr, bemühen, um Ihre Wohnung zu öffnen und kommen selbstverständlich auch dann zu Ihnen nach Hause, um zu sehen, was mit Ihnen ist und gegebenenfalls alles Weitere einzuleiten. Unser Komplettpaket für insgesamt 44 Euro monatlich umfasst alles. Alles, was im Basispaket ist natürlich, 24 Stunden Notrufannahme, Schlüsselaufbewahrung kommt da dazu, Pflege der medizinischen Daten und ebenfalls die Einleitung geeigneter Maßnahmen. Alle Einsätze sind kostenlos. Das Komplettpaket bezeichnen wir eigentlich auch gern als Wohlfühlpaket, weil bei diesem Paket sind Sie immer auf der sicheren Seite, auch wenn Angehörige verreist sind oder aus anderen Gründen nicht erreichbar. Die Pflegekasse bzw. Krankenkasse übernimmt ab Pflegestufe 1 18,36 Euro. Das ist ein festgesetzter Betrag und wenn jemand alleine lebt und eben diese Pflegestufe hat, wird die Krankenkasse dies bezuschussen. Gerne werden wir für Sie den Antrag stellen und auch an die Krankenkassen fassen, das werden wir also für Sie übernehmen. Eine weitere technische Errungenschaft ist HANS. HANS ist das häuslich assistierte Notrufsystem. In der Grundbasis mit dem Grundgerät zunächst einmal wie ein Hausnotruf. Dazu kommen aber zusätzlich Sensoren. Sie sehen es hier auch schon, das ist also zum Beispiel, es sind Elektrosensoren, Matratzensensor, Magnetsensor. Diese Sensoren werden bei Ihnen in der Wohnung angebracht. Es wird 4 Wochen lang ein Verhaltensprofil von Ihrer Person erstellt, an der man sehen kann, wie Ihre normalen Gewohnheiten sind. Man weiß, dass besonders ältere Menschen sehr eingefahrene Gewohnheiten haben. Das beginnt beim Aufstehen und endet praktisch auch wieder im Zubettgehen. Das heißt, man kann sehr gut sehen, wenn diese Werte, wir nennen es Normwerte, abweichen, erkennen wir zum Beispiel, Sie stehen regelmäßig um 9 auf, an diesem einen Tag erst um 10. Danach sind Sie nicht wie häufig am Kühlschrank, vielleicht 4-5 Mal am Tag, vielleicht auch nur einmal. Das heißt, wir merken, dass mit Ihnen irgendetwas nicht stimmt. Diese Daten können wir nun entweder selbst verwerten, das geht nach einer Skala von grün bis rot. Beim Grün ist alles in Ordnung, im gelben Bereich haben diese Werte schon etwas sich verändert, im roten Bereich sind sie gravierend. Auch da werden wir natürlich, wenn es sich in dem, also wenn vom grünen Bereich in den orangenen geht,
beziehungsweise nachher in den roten, werden wir uns um sie kümmern. Das heißt, wir werden erstmal mit ihnen versuchen, Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise auch direkt vor Ort kommen, wenn das nicht möglich ist. Sollten Sie Familie haben, ist es möglich, von unserer Seite aus diese aktuellen Daten an Ihre Familie, an den PC zu schicken oder auch gerne aufs Handy. Das heißt, Ihre Tochter zum Beispiel würde in Bonn leben, könnte jederzeit anhand dieses Profils, wenn sie ihr Handy öffnet bzw. in den PC geht, sehen, ob ihr Verhaltenswerte in Ordnung sind, ob der grüne Bereich, das heißt, sie weiß, meinen Eltern oder meiner Mutter oder Vater geht es gut. Dieses Paket ist natürlich wesentlich aufwendiger und, sagen wir mal, technisch ausgereift. Das heißt, wir haben hier ein Komplettpaket mit allem, was Sie hier sehen, beziehungsweise natürlich alle Leistungen, die Sie auch beim ganz normalen Hausnotrufgerät haben, haben wir einen Wert von 129 Euro monatlich an Gebühren. Wie gesagt, es ist ein sehr umfassendes und über diesen Hausnotruf, diesen normalen Hausnotruf, über ein weites hinaus. Auch für den Hans gibt es natürlich Zusatzelektroden, wo man also anschließen kann. Das heißt, wir haben normal drei dabei. Diese Sensoren lassen sich aber beliebig erweitern. Und selbstverständlich kann man auch da den jetzt geforderten Rauchmelder anschließen und diverse andere Geräte. Dies alles gerne in der persönlichen Beratung. Wir haben ja auch hier drüben unseren Stand, können Sie sich gerne nochmal erkundigen oder direkt mit uns sprechen beim Deutschen Roten Kreuz in der Geschäftsstelle in der Ecklinger Straße. So, kommen wir jetzt zum Mobilruf. Der Mobilruf ist besonders für Menschen, die sehr gerne draußen sind, in der Natur, eigentlich eine ideale Lösung. Zum Beispiel Förster, Landwirte, Wanderer, aber natürlich auch für Senioren. Und da gibt es etwas ganz Besonderes und das nennt man eine gewisse Zwischenstufe. Ich darf es Ihnen gerade mal zeigen. Das ist unser sogenanntes Twig Protector. Dieses Gerät stellt sowohl einen Hausnotruf dar, als eben auch einen Mobilruf. Wenn Sie zu Hause sind, liegt es in der Schale, so wie Sie es jetzt liegen sehen, hat es eine Auffangschale, da steht es zu Hause wie ein Hausnotruf. Und Sie haben einen Funksender, wie Sie ja sehen, den tragen Sie wie beim normalen Hausnotrufgerät auch am Arm. Der Unterschied, dieses Gerät können Sie auch mit nach draußen nehmen. Das heißt, Sie nehmen das Gerät heraus wie ein Handy, wo immer Sie auch hingehen oder ob Sie von mir aus auch einfach gerade einen Spaziergang machen oder ob Sie einkaufen möchten. Sie nehmen dieses Gerät mit, lässt sich bedienen wie ein Handy, ist aber recht einfach. Das heißt, eigentlich ist es schon seniorengerecht gemacht. Wir haben vier Tasten, die von uns mit einer Telefonnummer belegt werden, nach Ihrer Auswahl. Könnte zum Beispiel Ihr Hausarzt sein, Ihre Tochter. Diese Tasten werden gedrückt und Sie sind sofort mit dem Teilnehmer verbunden. Ansonsten haben Sie selbstverständlich das Wichtigste. Das ist unten dieses Dreieck, das ist die Notruftaste. Wenn Sie die drücken und Sie sind unterwegs, sind wir in der Lage, Sie über das GPS-System überall zu orten, wo immer Sie sich auch befinden. Das heißt, Notruf geht bei uns ein. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, wo Sie sich befinden. Über diese GPS-Ortung wird das aber sehr schnell festgestellt und unsere Mitarbeiter kommen dorthin, wo Sie sich gerade befinden, ob Sie jetzt verunfallt sind oder sich sonst nicht wohlfühlen und werden Sie auch dort notfalltechnisch versorgen. Dann gibt es natürlich das völlig normale Handy, in Anführungsstrichen, wo Sie ganz normal telefonieren, aber eben auch mit dieser GPS-Ausstattung. Es gibt selbstverständlich auch Kurzwahlen, wie bei allen anderen Handys, aber eben genau diese GPS-Ordnung, die uns auch ermöglicht, Sie, wie gesagt, überall zu finden. Und dieser Notruf ist natürlich auch hinterlegt mit Ihren Daten. Wie beim normalen Hausnotrufgerät auch, werden die Daten bei uns hinterlegt. Wir nehmen Erkrankungen, Medikamente, Besonderheiten, ob jemand Diabetiker ist, Epileptiker, welche Dinge auch immer, nehmen wir auf und sind sofort informiert über den Gesundheitszustand, was sein könnte, wo sie sich befinden und werden auch da schnellstens vor Ort kommen. Diese Geräte können Sie beim Roten Kreuz kaufen oder auch gerne mieten. Wie gesagt, dies ist nach persönlicher Vereinbarung und Beratung durch einen unserer Mitarbeiter. Die Uhr, die Sie hier sehen,
ermöglicht, eben auch da den Notruf auszulösen, das Gerät in der Tasche zu lassen und Sie drücken einfach auch die Uhr. Natürlich können Sie auch da mit uns sprechen, wenn es möglich wäre, wenn aber nicht, wie gesagt, ist es immer so, Hilfe ist unterwegs in dem Moment, wo Sie den Hausnotruf ausgelöst haben. Die Reihe ist genau die gleiche, Hausnotruf wird ausgelöst. Sie kommen zum Deutschen Roten Kreuz Mobilrufzentrale, da werden die Anrufe angenommen, wie beim Hausnotrufgerät auch. Und wir können Angehörige, Nachbarn, Freunde verständigen und selbstverständlich den Rettungsdienst vom Roten Kreuz oder eben einen Mitarbeiter, der von uns persönlich vor Ort kommt, wo immer Sie sich auch befinden. Eine weitere technische Möglichkeit ist unsere Herdüberwachung. Dieses System wird zwischen Ihrem Herd und der Starkstromleitung angeschlossen. Muss auch durch einen autorisierten Elektriker gemacht werden, der sich damit bestens auskennt und dieses Gerät anschließt. Man kann es auf zwei Ebenen, zum einen über einen Überhitzungsschutz oder auch gerne mit der Zeitschaltuhr bedienen und dementsprechend wird es abschalten, wenn eben diese Uhrzeit rum ist. Sagen wir, Sie haben eine halbe Stunde für die Kartoffeln angedacht. Das Gerät schaltet automatisch die Stromzufuhr ab oder die Platte überhitzt. Auch dann wird automatisch das System abgeschaltet. Um die ganze Sache abzurunden, auch aus dem technischen Bereich rauszugehen, um die Sache noch etwas runterzumachen, eben einen Gesamtüberblick zu geben, haben wir hier noch unser Angebot mit Essen auf Rädern, das wir im Stadtkreis Karlsruhe und Ettlingen warm anbieten, die Kataloge etc. können Sie gerne bei uns bestellen. Da werden Sie sehen, welche riesige Auswahl an Menüs wir zur Verfügung haben und natürlich auch spezielle Menüs wie für Diabetiker, Schonkost, vegetarisch etc. Also es ist für jeden etwas dabei, auch geschmacklich. Weiterhin ist es möglich, gerade wenn jemand noch sehr mobil ist und diese Essensversorgung nicht jeden Tag wünscht, in der Form von Tiefkühlfrisch. Tiefkühlfrisch ermöglicht Ihnen aus dem Eisschrank das bei uns zuvor bestellte Essen individuell nach Ihrer Planung herauszuholen und sich in einem Mikrowellengerät zu wärmen oder eben auch in einem speziellen Mikrofix zu erhitzen. Und Sie sind immer unabhängig von Essenszeiten oder eben, ja, wenn Sie weg sind, Sie möchten lieber mal mittags, Sie möchten mal lieber abends. Das heißt, das Ganze ist etwas flexibler wie bei warmem Essen. Da gibt es auch im Moment ein Probeangebot, wo wir verschiedene Menüs zusammengestellt haben, damit Sie einmal testen können. Ist bei uns erhältlich und kostet im Moment zusammen im Angebot 29,50. Eine ideale Möglichkeit, einfach mal zu probieren, wäre dies, was kann ich mir vorstellen, sowas auch ab und an in Erwägung zu ziehen, eben wenn ich mal zu spät bin, wenn ich keine Zeit habe, wenn es mir mal nicht gut geht oder ich eben länger außer Haus bin und es reicht einfach nicht, noch was einzukaufen. Wir bieten auch die hauswirtschaftliche Versorgung an. Wir übernehmen Kochen, Wäsche, Wohnung reinigen, Begleitung zu Behörden, Veranstaltungen, Ärzte, Gespräche, Vorlesen, Spaziergänge, Entlastung pflegender Angehöriger, Einkäufe, Besorgungen. Wenn der Wunsch oder der Bedarf besteht, unsere hauswirtschaftliche Versorgung in Anspruch zu nehmen, wird ein Mitarbeiter zu Ihnen vor Ort kommen und es wird genau besprochen, welcher Bedarf für Sie der richtige ist, das heißt, ob wir beim Bügeln helfen, ob wir die Gardinen abnehmen, welcher Zeitrahmen geplant ist, dies alles wird ganz in Ruhe durchgesprochen. Auch da gibt es selbstverständlich nähere Informationen, gerne bei uns am Stand oder eben, wie gesagt, in unserer Geschäftsstelle in Karlsruhe. DRK Senioren Servicereise ist auch ein weiterer Aspekt, den wir anbieten. Wir haben da Kataloge, hier ist nur eine kleine Auswahl, die auch im Wechsel ist, welche Ziele wir ansteuern. Sie haben eine Betreuung dabei, kein Arzt oder keine Ärztin, aber es ist medizinisches Fachpersonal, wo sie unterstützt und man nicht das Gefühl hat, man ist alleine. Selbstverständlich sind wir auch behilflich, wenn Sie beispielsweise als Partner
und ein Partner sitzt im Rollstuhl. Auch da ist es hilfreich, nicht alleingelassen zu sein, sondern jemanden dabei zu haben, der sich auch kümmert, der auch mal eventuell einen Koffer mitträgt. Oder auch wenn man sagt, ich möchte einen Ausflug machen, mein Partner kann da nicht mehr mitgehen. Man ist immer auch in der Gruppe selbst aufgehoben. Reiseziele, nähere Angebote, gerne wie gesagt, auch im Internet oder eben bei uns in der Geschäftsstelle. Wie gesagt, wir haben Reisekataloge, wo man langfristig eben auch schon planen kann fürs nächste Jahr und buchen. Dann die Vorsorge. Wir empfehlen natürlich Vorsorge. Auch da haben Sie die Möglichkeit, sich bei uns genau zu informieren. Was ist da wichtig? Worum geht es? Was sind die Kriterien, um das auch richtig zu machen bzw. auszufüllen? Besonders eben auch bei der Patientenverfügung, was ja nicht immer einfach ist. Natürlich freuen wir uns auch immer über jedes Mitglied oder jedes, womit der Mensch, der Mitglied werden möchte. Dies bietet ja auch Vorteile. Wir haben zum Beispiel eine weltweite Reiserückholversicherung, wenn Sie sich im Urlaub befinden. Das gilt auch für die Kinder, die noch im Haushalt leben bzw. Kindergeld bekommen, aber noch viele mehr Vorteile. Sie erhalten etliche Gutscheine durch die Mitgliedschaft, stehen auch immer mit dem Roten Kreuz in Verbindung, das heißt auch mit Rat und Tat, wenn Fragen sind, wenn Sie mal unsicher sind. Das heißt, eine Mitgliedschaft bietet viele Vorteile für Sie. Antragsformulare haben wir bei uns am Stand oder eben auch in der Geschäftsstelle. Und wie gesagt, wir freuen uns über jedes Mitglied, das dazukommt. Jedes Mitglied, das wir auch letztendlich brauchen, um das alles, was wir erfüllen, auch erfüllen zu können. Wenn Sie jetzt noch eine Frage hätten, stehe ich jetzt hier gern zur Verfügung. Ansonsten, wie gesagt, wir haben unseren Stand noch auch morgen bei der Offerta oder unsere Geschäftsstelle in der Ettlinger Straße oder weitere Informationen auch gerne über das Internet. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.